Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um eine subtile Propagandamethode der Altmedien. Vertreter der Grünen oder der CDU, vor allem Angela Merkel, werden immer besonders menschlich hingestellt. Jüngstes Beispiel ist, dass durch alle Zeitungen durchging, wie die Kanzlerin ihre Gans zubereitet. Es wird so suggeriert, ja, sie ist die Kanzlerin von nebenan sozusagen. Ja, mit ihr kann man sich auch ganz nett unterhalten, Gans essen. Sie ist eine ganz nette menschliche. Ja, sie ist auch in der besinnlichen Weihnachtsstimmung und so wie du und ich bereitet sie ihre Gans zu. Bei der Gelegenheit habe ich es gleich als Anlass genommen, einige Screenshots von mir zu zeigen, die ich mit der Zeit gemacht habe, die das Ähnliche zeigen. Die Grünen und Merkel und andere, eben alle, die den Altmedien genehm sind, die aus meiner Sicht die übelsten Täuscher sind, sie werden besonders nett hingestellt, auf subtile Weise. Auf den Fotos strahlen sie und der Text ist so, der suggeriert immer was extrem Positives. Hier jetzt erst einmal die Beispiele mit Merkel beim Gänseessen und danach die Screenshots von mir, die ich mit der Zeit gemacht habe. Bei dem Gänsefoto ist verblüffend, dass alle Zeitschriften das aufgegriffen haben. Wie gesagt, aber ich kann mich nie erinnern, dass darüber berichtet wurde, wie ein AfD-Politiker ein Essen zubereitet. Schauen wir uns im Folgenden noch einige andere Beispiele an. Hier sehen wir eine extrem berührte, herzliche, gefühlvolle Angela Merkel. Niemals wird man irgend so eine Schlagzeile mal über einen AfD-Politiker lesen, weil die AfDler sind halt keine Menschen. Tatsächlich ist es aber wahrscheinlich so, dass sowohl Angela Merkel als auch die Altmedien dieses Beispiel verhöhnen, wie sie wahrscheinlich insgeheim darüber lachen, wie sie die Bürger damit hinters Licht führen. Die Dummen, die das glauben. Dann hier Kevin Kühnert auch am Weinen. Dann hier sehen wir Greta Thunberg, die große Heldin. Und was man hier erkennen kann, rechts daneben, das ist Sophie Scholl. Das heißt, hier findet ein direkter Vergleich mit Sophie Scholl statt, mit Greta Thunberg. Niemand in den Altmedien hat sich darüber aufgeregt. Aber natürlich bei Querdenken Diana, wo wahrscheinlich sehr viel mehr dran ist, als die meisten sich das jetzt auch denken mögen. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Auf jeden Fall sehen wir hier kommt auch ein Vergleich mit Sophie Scholl, niemand regt sich darüber auf, obwohl das natürlich lächerlich ist. Dann hier, was für eine Schlagzeile. SPD will mehr Demokratie, per Gesetz. Natürlich gegen die AfD insgeheim. Natürlich vollkommen unkritisch, was das wohl für Vereine sind, die da finanziert werden sollen. Hier wird der Bürger glatt getäuscht, indem behauptet wird, ja, es soll hier die Demokratie gefördert werden. Wenn man genau hinguckt, die Amadeo-Antonio-Stiftung, sie sind natürlich alle gar nicht demokratisch, handeln gar nicht demokratisch. Dann hier wieder eine herzliche Angela Merkel mit offenen Armen. Über die Jahre fand Obama die Kanzlerin immer sympathischer. Dann weiter. Merkel wählt ungewöhnlichen Schritt bei Podcast-Ausstrahlung. Wie ernst die gegenwärtige Situation sei. Und das soll natürlich auch so subtil wirken. Ja, die Merkel, die ist nicht gewöhnlich, sie ist ungewöhnlich. Das ist ein ungewöhnlicher Schritt. Das konnten wir gar nicht vorhersehen. Wie menschlich, wie toll. Dann hier das Gleiche. Überraschend offene Antwort. Der nette Herr de Maizière. Dann hier. Das Bild ist eigentlich hier das, wie diese beiden da voranschreiten. Man weiß hier gar nicht, wer besser als Kanzler ist. Also ein typisches Werbefoto, das hier genau benutzt wird. Dann hier die Verniedlichung von Kritik als Innenminister. Seehofer hatte die AfD Staatsersetzen genannt und das wird jetzt als Kritik formuliert. Also wenn man sozusagen das Schlimmste unterstellt, dann ist das Kritik. Dann hier auch, Welt macht das genauso. Das ist selbstverständlich Hetze. Das hat ja auch das Gericht festgestellt. Dann hier auch wieder dieses Gefühlvolle. Fatal, dass die Rechte von Kindern monatelang keine Rolle spielten. Dann hier wieder das Überraschend. Dann schlägt Habeck überraschend nachdenkliche Töne an. Toleranz, nachdenklich, Debattenkultur. Ach, ist das ein toller Mensch, der Robert Habeck. Wäre er doch nur jetzt schon Kanzler. Was für ein netter Kerl. Wie nett er ist, habe ich ja schon mal in einem anderen Video gezeigt. Für alle Menschen will ich sagen, dass heute ein
erneuter Tag der Trauer und des Zorns ist aufgrund der fürchterlichen Anschläge in Hanau. Der Trauer, weil wieder Menschen ihre Familien, ihre Geschwister, ihre Väter, ihre Freunde verloren haben. Unsere Gedanken, unser Mitgefühl ist bei all den Angehörigen, bei den Opfern, bei den Verletzten, denen wir gute Genesung wünschen, nicht nur am Körper, sondern auch in der Seele. Solche Anschläge zu überleben und damit fertig zu werden, muss ein Horror sein. Es ist auch ein Tag des Zorns über den Hass, über die Gewalt, die sich in unsere Gesellschaft reinfrisst, über Jahre jetzt schon, die sich im Netz ausbreitet und von da aus dann zu immer mehr und fürchterlicheren Taten wird. Heute sollte das Mitgefühl und die Aufklärung im Zentrum stehen. Wir dürfen uns nicht an solche Taten gewöhnen. Und dann muss die konsequente Verfolgung und die Prävention aller solcher Taten, des Rechtsextremismus, des Rassismus, unbedingte Priorität allen politischen Handelns sein. Soweit von meiner Seite. Nachfragen? Alle glücklich damit? Alle Kameras liefen? Nachfragen? Alle glücklich damit? Alle Kameras liefen? Entscheidend ist nicht, was er sagt. Man könnte ja sagen, ist ja normal, dass er nochmal fragt, ob die Leute alles aufgenommen haben. Aber die Art, wie er es sagt und wie sich die Gesichtszüge von jetzt auf gleich verändern, das war schon richtig heftig. Dann hier Söder in verantwortungsvoller Pose. Freiheit und Sicherheit in der Balance. Dann hier eine Lobpreisung von Angela Merkel. Es ist ernst. Aber dann trifft Angela Merkel mal wieder den richtigen Ton und so weiter und so fort. Joschka Fischer ist geübt im globalen Krisenmanagement. Ach, ist das ein toller, besinnlicher Typ. Dann hier wieder eine Wahlwerbung für die Grünen. Der widerspenstigen Zähmung. Ach, sind das progressive, tolle Leute. Dann hier der tolle Steinmeier. Sie alle haben ein Stück Deutschland in ihrer Hand. Frank-Walter Steinmeier warnt davor, die Demokratie für selbstverständlich zu halten. Der Bundespräsident ruft die Bürger zu Respekt und Zusammenhalt auf. Vieles mache ihn zuversichtlich, das war, glaube ich, letztes Jahr. Steinmeier fordert Engagement von Bürgern für Demokratie. Derzeit braucht die Demokratie vor allem uns. In seiner Weihnachtsansprache spricht Bundespräsident Steinmeier über den Anschlag von Halle, bla bla bla. Und hier sieht man jetzt mit Querdenken, wie ist das natürlich der blanke Hohn. Wenn man das hier sieht, fordert Engagement von Bürgern für Demokratie. Und jetzt sehen wir ja, wie ernst das gemeint war. Dann wieder eine Wahlwerbung für die Grünen. Sie oder er? Wer ist der bessere Kanzlerkandidat? Die sind so gut, man kann sich nicht entscheiden. Dann hier unten quasi Kanzler. Und hier wieder die Kanzlerin gefühlvoll. Einmal bricht der Kanzlerin fast die Stimme. Dass jemanden bei der AfD fast die Stimme bricht, das werden wir hier nie lesen bei den Altmedien. Kann man ganz sicher sein. Weil es natürlich so ist, weil die AfDler sind keine Menschen. Denen bricht die Stimme nicht, weil es sind keine echten Menschen. Aber die Angela Merkel und die Grünen, das sind Menschen. Und die sind ganz nett, so wie du und ich. Die brechen, ach, die sind so nett. Die allernettesten. Dann hier, die CDU wird Lob gepriesen. Tiefer Fluss mit manchmal wilden Strudeln. Deshalb kommt es bei der CDU in stürmischen Zeiten nie zum Windbruch. Ach, wie toll. Dann hier ganz groß. Versöhnung auf dem CDU-Parteitag. Wir wollen die besten und klügsten Köpfe. Zusammenraufen statt Machtprobe. Und dann hier eine Schlagzeile. Wir sind loyal zu unserer Parteivorsitzenden. Man kann auch ganz sicher sein, dass über einen AfD-Parteitag nicht berichtet werden wird. Die Staatspartei. Grüne auf dem Weg zur Macht. Grün ist der Wunsch nach Stabilität. Habeck fordert Mut und Leidenschaft. Politische Erneuerung, eingeschworen. Ach, der progressive Habeck schwört auf Erneuerung ein. Toll, müssen wir unbedingt wählen. Ganz, ganz unbedingt. Und dann hier, überraschendes Wachstum. Deutsche Wirtschaft schrammt an der Rezession vorbei. Deutschland ist der Rezession überraschend entkommen.
denke, wenn Trump oder eine AfD-Regierung 0,1% Wachstum vorweisen würden, dann würden sie nicht gefeiert werden. Dann hier. Annalena Baerbocks grüne Vernunft. Ihr Vorstoß wirkt konstruktiv in Zeiten apokalyptischer Rebellionsgelüste. Die Grünen sind so solide, da können wir ganz sicher drauf bauen. Die müssen wir unbedingt wählen. Dann hier. Die Deutschen müssen Özdemir für seine Standhaftigkeit endlich danken. Nebendran, Rechtsextremisten drohen Özdemir und Roth mit Ermordung. Ist nur die Frage, wie oft bei AfD-Politikern erwähnt wird, wenn sie zusammengeschlagen werden oder wenn Sachbestätigungen stattfinden oder wenn sie Drohbriefe bekommen von der Antifa, ihre Stände blockiert werden, wie oft das Erwähnung findet. Oder wenn in Hamburg die AfD keine öffentliche Wahlveranstaltung machen kann, weil Gastwirte ständig bedroht werden, wahrscheinlich auch mit Mord, dass sie bloß keine AfD-Leute reinlassen. Und das ist ja überall in ganz Deutschland so, dass überall die Gastwirte bedroht werden. Wie oft greifen das die Altmedien auf? Nie. Aber wenn Roth und Özdemir bedroht werden, dann kommt das ganz groß raus. Und wahrscheinlich sind es dann am Ende auch noch Antifanten mit einer False-Flag-Aktion gewesen. Hunter Biden räumt Fehler ein. Das heißt, wenn jetzt hier ein Skandal ist bei den Bidens, dann ist es, wird das noch ganz sympathisch hingestellt. Ah, er hat Fehler eingeräumt. Bei der AfD würde dann stehen, er hat zugegeben und er ist der Allerletzte, er muss zurücktreten, kann nicht Kanzlerkandidat werden. Dann hier, die Tragödien des Joe Biden, der Arme, der Nette. Wir müssen ihn unbedingt wählen, weil er ist so nett, er hat so viel durchgemacht, allein deswegen müssen wir ihn wählen. Die Grünen machen auf Adenauer keine Experimente. Ah, die Grünen, sie sind so solide, sie machen keine Experimente, sie sind so verantwortungsvoll, wir müssen sie sofort wählen. Chefsuche bei der SPD. Die Helme kamen verfrüht. Bei der AfD kamen die Helme nie verfrüht. Bei der SPD kommt sie verfrüht. Das möchte ich mal lesen, wann bei der AfD die Helme verfrüht kamen. Die kamen bei der AfD, da kommt sie immer genau richtig. Zu jeder Zeit. Sachsens SPD-Wahlkämpfer Martin Dulig, Kandidat der Herzenpartei der Schmerzen. Ach, ist der nett. Aber leider, die Partei ist in schwierigem Fahrwasser. Aber trotzdem unbedingt wählen, den Kandidat der Herzen. Jetzt heult die da im Bundestag. Ach, wie daneben. Annalena Baerbock weint wegen dem Holocaust. Ach, die Gefühle, sie ist so ein guter Mensch, da sind die Gefühle einfach durchgebrochen. Sie konnte es nicht zurückhalten. Aber das können wir verzeihen, das können wir verstehen. Und das müssen wir gutheißen, dafür müssen wir sie wählen eigentlich. Dafür, dass sie so viel Gefühl gezeigt hat. Die AfDler, die haben keine Gefühle. Aber hier, diese Frau, die hat Gefühl. Danke. Wir müssen sie wählen. Aufrecht, ernsthaft und sehr zornig. Bernie Sanders unter US-Präsident Trump. Bernie Sanders begeisterte im Wahlkampf die Jugend. Nun bekämpft er Donald Trump. Bla bla bla. Jeder Satz ein Treffer. Merkels Bierzeltrede. Und so weiter und so fort. Ja, das war einmal eine Zusammenstellung, die ich mit der Zeit so gesammelt habe. Wie gesagt, wenn ihr Material habt, schickt es mir gerne zu. Ihr könnt ja schreiben, was ich vergessen habe und was ihr sonst so denkt. Macht's gut.